Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Thomas Ring fällt nach einem Unterschenkelbruch für die Langlauf-WM aus. Urheberrecht Getty Images. Für Thomas Ring platzt der Traum von einer WM-Teilnahme. Der Langläufer verletzt sich im Training schwer am Unterschenkel. Langläufer Thomas Ring muss wegen eines Bruch des Schien- und Wadenbeins auf die nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld 19. Februar bis 3. März verzichten. Der 28-Jährige zog sich die Verletzung bei einem Sturz im Training zu. Im Tiefschnee stellte ich fest, dass nicht mein Ski, sondern mein Unterschenkel gebrochen ist, schrieb Bing bei Instagram. Bing hatte Anfang Dezember als 12. über 15 Kilometer in Lillehammer die halbe WM-Norm geschafft. Für die Titelkämpfe in Tirol galt er vor allem mit Blick auf die Staffel als sicherer Kandidat. Beim letzten Weltcup im schwedischen Ulricehamn war er als Schlussläufer des DSV-Quartetts zum Einsatz gekommen. Bing veröffentlichte auch Fotos aus dem Krankenbett. Die nachfolgenden Bilder sollten nicht beim Essen angeschaut werden, schrieb er dazu.